Hallo und willkommen bei einem neuen Video. Das Baby ist gerade eingeschlafen und ich dachte, ich nutze die Zeit mal, um eine Frage zu beantworten, die mir ganz häufig gestellt wird. Und zwar geht es um die Frage, wie lange wir schon in Norwegen leben und warum wir eigentlich hierher ausgewandert sind. Ja, warum sind wir nach Norwegen ausgewandert? Eigentlich sage ich immer, dass es mehr oder weniger Zufall war, dass wir hier gelandet sind. Aber ich glaube, so ganz stimmt das auch nicht, denn Skandinavien war schon immer so ein bisschen eine Option für uns oder irgendwie im Hinterkopf. Ja, warum? Weil mein Mann Finne ist. Genau, mein Mann und ich, wir haben uns vor, dieses Jahr sind es 20 Jahre, unglaublich. Wir haben uns vor 20 Jahren im Juni kennengelernt. Genau, wir haben uns damals kennengelernt im Juni 2001 und zwar übers Internet. Denn er hat in Finnland gelebt, ich habe in Deutschland gelebt. Und ja, wir waren damals beide noch Schüler, wir haben gerade unser Abi gemacht. Wir waren 17 Jahre alt. Genau, und wir haben uns über Napster kennengelernt, diese File-Sharing-Plattform. Vielleicht kennt die noch jemand. Ja, genau, ich habe ihn damals einfach angesprochen und wir haben erzählt, wir haben uns ausgetauscht über Musik. Genau, und haben uns dann viel unterhalten und ja, haben gemerkt, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben und ja, eben im gleichen Alter waren. Und Finnland fand ich damals sowieso gerade interessant, weil Him, vielleicht erinnert ihr euch an die Band, Him war ja gerade mit Join Me ganz groß in den Charts. Das war gerade dieses Jahr, als die so richtig losgelegt hatten. Und da hatte ich mich sowieso gerade deswegen für Finnland interessiert und ich dachte, auch sehr cool, dann höre ich mir mal ein bisschen mehr an. Ja. Natürlich habe ich damals nicht geahnt, dass ich diesen Mann tatsächlich irgendwann heiraten werde und wir zwei Kinder haben und in Norwegen landen. Aber ja, so spielt das Leben eben. Ja, so war das damals. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns viel unterhalten, dann haben wir uns irgendwann getroffen und ja, und irgendwann kamen wir dann zusammen und dachten, ja, wo ziehen wir hin? Wo sollen wir zusammenleben? Die Entscheidung stand eigentlich, sollten wir nach Finnland gehen oder nach Deutschland? Also wir hatten damals schon überlegt, wer zieht zu wem. Und da war es so, dass ich schon Lust hatte. Ich hatte schon immer Lust, so ein bisschen andere Luft zu schnuppern, sage ich mal, meinen Horizont zu erweitern, mal ins Ausland zu gehen und was anderes zu sehen. Helsinki stand damals zur Debatte, weil da hätten wir beide studieren können. Mein Mann kommt aus Südfinnland und das wäre dann der Ort gewesen, wo wir beide hätten studieren können. Allerdings hat mich das ein bisschen abgeschreckt, weil wir hatten damals gesucht und es gab keine Studiengänge, die auf Englisch waren. Das heißt, es wäre alles auf Finnisch gewesen. Ich hätte also die Sprache erstmal richtig gut beherrschen müssen, was ich natürlich nicht konnte. Ich konnte kein Finnisch. Deshalb ist das leider rausgefallen. Dazu kam noch, dass die Lebenshaltungskosten etwas höher sind in Finnland als in Deutschland. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, dass mein Mann zu mir nach Deutschland zieht. Denn in Deutschland hatte er das Glück, dass er einen englischsprachigen Studiengang machen konnte. Der Studiengang war so aufgebaut, dass der auf Englisch anfing. Und dann hat er dabei Deutschkurse gehabt und das ging dann in Deutsch über. Also nach einem Jahr, glaube ich, war dann alles auf Deutsch. Genau, und das hat richtig gut geklappt eben. Und ja, dann haben wir beide gelebt und studiert und gearbeitet in Mannheim. Haben in unserer kleinen Dachgeschosswohnung gelebt. Das ging 7 Jahre lang. Ja, bis zum Jahr 2011. Da war es so, dass mein Mann schon ein paar Jahre gearbeitet hatte und ich habe gerade mein Studium fertig gehabt. Und war sowieso auf Jobsuche und wusste nicht so richtig, ja, sollen wir eigentlich hierbleiben oder nicht. War eigentlich, waren wir nicht so ganz happy damit, unsere alten Studentenbude und so. Aber wir sind halt noch da geblieben, weil ich erstmal das Studium fertig machen wollte. Ja, und dann war es so, dass wir erstmal in den Urlaub gefahren sind, um einfach mal rauszukommen. Und zwar haben wir uns den Traum erfüllt, nach New York zu fliegen. Da wollte ich schon immer mal hin, das war schon mein Traum als Jugendliche. Ja, da sind wir dann hin und hatten einen richtig schönen Urlaub und dann kamen wir zurück und dann gab es eine kleine Überraschung, nämlich mein Mann ging zurück zur Arbeit und da wurde dann angekündigt, dass sein Arbeitgeber Insolvenz anmelden musste. Und wir waren erstmal so, oh, okay, das kam so plötzlich aus dem Nichts. Aber es gab sofort Entwarnungen, denn es gab ein Unternehmen, was bereit war, die gesamte Belegschaft zu übernehmen. Das heißt, mein Mann hätte einfach seinen Job behalten können im Prinzip und alles wäre so weitergelaufen. Also er hätte die gleichen Aufgaben gehabt und alles. Und trotzdem war das so ein Anstoß für uns, dass wir dachten, ja gut, aber eigentlich wollten wir eventuell sowieso weg. Und ich hatte dann in dem Raum, ja im Raum Mannheim halt noch Jobs gesucht, aber war da auch nicht so ganz glücklich und wir wussten nicht so richtig, wohin sollen wir eigentlich.
Und wir hatten keine Lust mehr auf unsere Dachgeschosswohnung und dieses Großstadtleben. Und wir wollten gerne mal ins Ausland gehen. Also für meinen Mann war es ja schon mal eine Auswanderung. Er ist ja nach Deutschland gezogen zu mir. Aber ich war halt noch nie länger im Ausland gewesen. Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Lass uns doch jetzt mal gucken, ob wir nicht doch nochmal ins Ausland gehen können. Denn wir hatten beide irgendwie Lust drauf, mal was anderes zu erleben. Ich habe schon lange als Jugendliche davon geträumt, mal ein Jahr im Ausland zu sein. Hat sich aber nie ergeben. Also weder in der Schulzeit noch im Studium hat sich das ergeben für uns. Und wir dachten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir haben noch keine Kinder. Wir sind im Moment nicht so wirklich gebunden. Lass es uns jetzt probieren, jetzt oder nie, so ungefähr. Aber wir dachten ja, wenn wir erstmal Kinder haben, dann wird alles schwieriger, dann überdenkt man alles viel mehr. Aber es sind nur wir beide, wir hatten nichts zu verlieren. Wir hatten unsere kleine Wohnung, die konnte man auflösen. Und dann dachten wir, ja, jetzt müssen wir es einfach mal probieren. Vielleicht können wir einfach ins Ausland gehen, aber wir wussten nicht so richtig, wohin. Und genau, also mein Mann hat dann einfach entschieden, seinen Lebenslauf auf so eine Karriereplattform einzustellen, um zu sehen, ja, ob da irgendwas kommt. Ja, und es kam tatsächlich einiges. Und zwar hat er einige Anrufe bekommen und hatte Vorstellungsgespräche in verschiedenen Ländern. Das war alles innerhalb ziemlich kurzer Zeit. Also ich glaube, im August kamen wir wieder aus dem Urlaub. Im September waren die Vorstellungsgespräche. Und im Oktober mussten wir uns dann schon so entscheiden. Die Vorstellungsgespräche, die er hatte, da war was in München, in Österreich, ein kleiner Ort. Und dann in England und eben in Norwegen. Ja, und dann ist er eben zu allen Orten gefahren und hat die Vorstellungsgespräche durchgemacht. Und in Österreich war ich noch dabei und da dachte ich, ja, ist ganz nett. Also die Natur war sehr schön, aber es war ein sehr kleiner Ort, es war so ein Dörfchen. Und ich dachte, ja, was soll ich denn hier machen? So, ich wusste nicht so richtig. Ja, ich war nicht so ganz begeistert. Ja, nach England ist er dann alleine und nach Norwegen auch. Und von Norwegen aus hat er mir dann geschrieben, oh, Norwegen sieht echt toll aus, also so landschaftlich und so. Ich muss dazu sagen, ich war nie so jemand, der irgendwie Bücher von Norwegen zu Hause hat oder so. Ich habe mal gehört, es soll irgendwie schick sein, ja, Landschaft soll halt schön sein, aber ich war halt nicht so der landschaftsbegeisterte Typ, muss ich ehrlich sagen. Und ich dachte so, okay, ist ja ganz schön weit im Norden. Genau, das Vorstellungsgespräch war in Trondheim und das ist eben Mittelnorwegen. Das ist nochmal was anderes als Südnorwegen und Südfinnland. Also mein Mann ist ja aus Südfinnland und da war ich eben auch schon mehrmals zu Besuch gewesen und da fand ich es schon kalt, richtig kalt. Und ja, im Sommer wie im Winter eigentlich. Und dann dachte ich, okay, und jetzt noch nördlicher. Ich konnte es mir einfach gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich dachte, ja, es muss irgendwie ganz viel Schnee geben. Und ja, dann hatte ich gehört, es soll irgendwie dunkel sein, aber ich konnte es mir nicht vorstellen, was das bedeutet mit der Dunkelheit. Genau, naja, jedenfalls kam mein Mann wieder und er sagte, ja, eigentlich tendiert er am meisten zu Norwegen. Aufgrund des Landes und aufgrund des Jobs. Also der Job kam ihm interessant vor, der hat ihm am meisten gefallen. Und auch das Land einfach so. Und ich denke, das liegt vor allem daran, dass er eben aus Finnland kommt und vieles ähnlich ist hier in Norwegen. Er ist eben Skandinavier und hat sich hier irgendwie wohlgefühlt. Und ja, bei mir war dann so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite wollte ich so gerne mal Skandinavien besser kennenlernen, schon allein wegen ihm und ja, seine Herkunft und so weiter und wissen, wie er aufgewachsen ist. Und auf der anderen Seite hatte ich doch ein bisschen Bammel, muss ich sagen, so weit in den Norden zu gehen, wo ich noch nie war. Ich war halt noch nie in Norwegen gewesen. Ich war nur mal in Südfinnland, das war das Nördlichste, wie ich gekommen bin. Und ja, da dachte ich, okay, ist das jetzt wirklich was für uns? Naja, und das ging dann Hals über Kopf, muss ich sagen. Also wir haben dann angefangen zu rechnen, ja. Also wir hatten ein Angebot bekommen vom Arbeitgeber und wir fingen an zu rechnen, ja, wie geht das mit den Lebenshaltungskosten, können wir uns das leisten? Wir gucken nach Mietwohnungen, was kostet eigentlich das Leben da so in Norwegen? Und es war ein bisschen schwierig, die Nahrungsmittelpreise zum Beispiel kann man nur schwierig rausfinden. Aber so ein bisschen so Steuern und so weiter, das konnten wir eben errechnen. Und dann haben wir gedacht, okay, das wird ganz schön knapp. Und dann, weil ich ja am Anfang noch nichts hatte, wir wussten ja gar nicht, was ich da machen sollte. Das war auch so ein bisschen so, ich war total verloren, aber wir mussten uns halt entscheiden. Und in Deutschland hatte ich auch gerade nichts, also irgendwie hatte ich eben nichts zu verlieren. Sage ich mal, das war alles ein bisschen verrückt, die Situation. Und es ging, ja, wie gesagt, so schnell. Wir mussten halt die ganze Zeit immer überlegen, ja, sollen wir jetzt oder nicht? Und ja, und dann kam eben noch ein Angebot und das war einfach telefonisch dann über eine Headhunterin. Die hat das Gesamte organisiert, also mit dem Arbeitgeber hier. Und sie meinte dann telefonisch, als mein Mann sagte, das wird wohl nichts, wir können das Angebot leider nicht annehmen, weil das zu knapp wird vom Geld her.
Und dann meinte sie, okay, dann geht der Arbeitgeber ein bisschen hoch mit dem Geld und jetzt ja, schicke ich dir den neuen Vertrag zu und so weiter. Und mein Mann war dann wirklich am Telefon, guckt zu mir und meint dann, ja, okay, dann machen wir es, oder? Und ich so, okay, ich saß so dahinter auf dem Sofa und hatte eigentlich damit abgeschlossen, aber gesagt, nee, das ist uns zu teuer. Und jetzt, nee, dann machen wir es, okay. Und wir so, okay, ja, dann machen wir es. Ja, und das war's. Das war die Entscheidung, wir gehen nach Norwegen halt. Und ja, dann haben wir es erstmal unserer Familie erzählt, also meiner Familie in Deutschland natürlich. Für die war das ja die größte Veränderung, weil wir halt weggezogen sind. Wir haben vorher in der Nähe gewohnt, von meinen Eltern und meinen Schwestern. Ja, und dann ging das los. Das war, glaube ich, im September. Und dann musste er nochmal hinfliegen zu einem weiteren Gespräch und wir mussten eine Wohnung organisieren. Und wir mussten unsere Wohnung auflösen und damit waren wir dann beschäftigt, eigentlich bis zum Oktober. Ja, und dann ist er schon losgeflogen, um hier alles vorzubereiten. Also zuerst ist er eben geflogen und hat hier die Mietwohnung klar gemacht. Da war ich dann noch in Deutschland, da hatte ich noch eine Weisheitszahn-OP, ganz toll. Und dann, ja, dann hat er mit mir noch den Umzug vorbereitet. Wir haben ein Umzugsunternehmen organisiert. Und dann ja, die Kisten gepackt und alles, was wir verschenken konnten, verschenkt. Wir mussten noch einen Nachmieter suchen, alles putzen natürlich. Aber das musste ich dann alleine machen, weil er schon hierher geflogen ist. Er kam dann Mitte Oktober hier an, weil er ab November seinen neuen Job schon beginnen sollte. Und ich war dann noch in Deutschland und habe die Wohnung aufgelöst und Nachmieter gesucht und alles geklärt. Und ja, habe dann Abschied genommen von meiner Familie. Und das war schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also ich wollte ja immer ins Ausland gehen, aber als es dann soweit war, diese Unsicherheit, was erwartet mich da eigentlich? Also ich hatte mich eigentlich nur gefreut, meinen Mann wiederzusehen, weil wir 2 Wochen getrennt waren. Also es war so eine Mischung aus Vorfreude, ihn wiedersehen, was ganz Neues entdecken, neues Land entdecken, neue Sprache. Aber auf der anderen Art auch diese Unsicherheit, ich habe keinen Job, der mich da erwartet. Ich kann die Sprache nicht. Ich war noch nie in Norwegen. Ich war noch nie so weit nördlich gewesen. Ich wusste gar nicht, was mich hier erwartet. Und ja, mit Trondheim, mit der Stadt, habe ich auch nicht wirklich was verbunden, weil ich kannte mich halt überhaupt nicht aus. Ich war noch nie in Norwegen gewesen. Einfach ein kleines Abenteuer. Und wir dachten, ja gut, ein Jahr, das kriegen wir rum irgendwie. Also wir haben nie von Auswanderung gesprochen. Immer wenn unsere Freunde oder Bekannten gesagt haben, ach so, ihr wandert jetzt nach Norwegen aus. Und wir so gesagt, nein, nein, wir wandern nicht aus. Wir machen ein Auslandsjahr. Also wir bleiben vielleicht ein Jahr, vielleicht 2. Und dann mal sehen. Entweder wir kommen zurück oder wir gehen woanders hin, aber wir bleiben jetzt nicht für immer in Norwegen, ja. Also das habe ich mir auch immer so gesagt, um mich zu beruhigen. Ich dachte so, ein Jahr kriegst du rum. Das geht schon. Ja, und wenn es nichts wird, dann kommen wir halt zurück. Ist ja nichts verloren. Man hat eine gute Erfahrung gewonnen. Ja, und so haben wir das immer gesehen. Und ich dachte nur, wahrscheinlich gibt es viel Schnee im Winter, aber wie lang der Winter ist und wie dunkel. Das wusste ich alles gar nicht, weil auch die Zeit war viel zu kurz. Wir konnten uns gar nicht so richtig darauf einstellen. Das ging alles Hals über Kopf. Wir mussten dann den Umzug organisieren und da blieb gar nicht so viel Bedenkzeit. Es war einfach, okay, ich mache jetzt die ganze Zeit den Umzug und die Wohnung und so. Und an dem Tag meines Fluges habe ich erst gedacht, okay, ich gehe jetzt nach Norwegen. Wow. Ich bin im November dann hinterhergezogen nach Norwegen. Ich kam hier an mit einem Koffer und einem One-Way-Ticket sozusagen. Und ich weiß noch, der Security-Mensch am Osloer Flughafen hat mich gefragt, ob ich schon mal hier war. Nein, ich war noch nie hier, aber ich komme hier, um hier zu leben. Der dachte wahrscheinlich auch, ich spinne. Und ja, genau wie unser Norwegisch-Lehrer in Deutschland hat mir nämlich noch einen Kurs gemacht an der Volkshochschule. Ganz schnell, last minute. Wir haben nur 3 Lektionen mitbekommen, weil wir ja dann schon umgezogen sind. Und der meinte so, ja, ist ja toll, dass ihr alle Norwegisch lernen wollt, ist ja auch super für den Urlaub und so, oder wenn man da Freunde oder Bekannte hat und so. Und wir waren die Einzigen in der Gruppe, die dann gesagt haben, ja, wir ziehen da jetzt hin. Und mein Mann hat dann ein Jobangebot und er meinte nur so, oh, das ist ja ziemlich riskant, nach Norwegen einfach so zu gehen. Und wir waren so, ja, gut, aber wir hatten halt nichts zu verlieren, was sollten wir sonst machen? Mein Mann hatte das Jobangebot und ja, wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, und ich hatte sowieso gerade nichts Besseres zu tun in Deutschland, sage ich mal. Und es war genau die richtige Zeit für uns zu gehen. Wir hatten noch keine Kinder, ich hatte keinen Job, wo ich jetzt drin war. Wir hatten keine tolle Wohnung oder Haus gekauft, sondern wir hatten unsere alte Studentenbude und wollten sowieso raus. Also war es der perfekte Zeitpunkt für uns. Wir haben es einfach gewagt und hatten Lust einfach auf was Neues. Und ja, es hat sich ja bewährt am Ende. Es ist alles gut geworden. Es gab halt immer einen Grund, hier zu bleiben. Erst hatte ich nun
nur einen temporären Job und dann hatte ich einen festen Job und das ging immer so weiter halt. Und ja, irgendwann kam das erste Kind und dann haben wir eine Wohnung gekauft, Haus gekauft. Und jetzt ist das zweite Kind hier und wir haben wieder so überlegt, ja, dann sollen wir wegziehen, aber wir können uns einfach nicht trennen von diesem Land, weil wir leben hier seit 10 Jahren und es ist unsere Heimat geworden und es ist die Heimat unserer Kinder, die sind hier geboren und unsere Tochter, die lernt immer mehr Norwegisch natürlich und fühlt sich hier wohl und sie liebt den Schnee und es gehört eben dazu für sie, dass der Winter voller Schnee ist und dass die Sommernächte hell sind, auch wenn man nicht gut schlafen kann. Ja, das war so unsere Geschichte, wie wir in Norwegen gelandet sind und ja, wie man sieht, war es also mehr oder minder Zufall, wie wir hier gelandet sind. Also wir wussten nicht wirklich, was uns erwartet und doch war es, glaube ich, mein Mann, der uns hierher gebracht hat, weil er wusste, dass das vielleicht das Richtige für uns ist oder weil er sich hier wohlfühlen würde und mir das gerne zeigen würde, wie es so ist in Skandinavien. Ich glaube, das war eine Mischung einfach. Und so ist es gekommen, dass wir in Norwegen wohnen und wir haben es nie bereut, diesen Schritt gewagt zu haben. Es hat sich eben als richtig erwiesen, dass wir damals einfach mutig waren und gesagt haben, ja, wir machen es einfach, wir probieren es aus. Ja, das ist unsere Geschichte, wie wir nach Norwegen gekommen sind.